Er sieht aus wie Papa Platte. Wir sind zurück. Endlich gibt es dieses Format wieder. Ihr habt es euch lange gewünscht. Wir waren nie weg. Oh. Oh, und ich habe gegessen und stoß gerade auf. Okay. Alles ist draußen. Wir beginnen richtig fresh und sofort mit deinem Lieblingsmeme. Ich weiß nur, was ich haben will. Oh, okay. Bernie Sanders und Anime Girls. Aber noch besser, was? Ich will drei Bilder. Ich will, dass die Menschen sehen, was sie bekommen hätten mit Donald Trump, was sie bekommen hätten mit Joe Biden. Also bekommen hätten, was sie bekommen jetzt werden? Mit Joe Biden. Und was sie bekommen hätten tun können mit Bernie Sanders. Okay. Sexy Anime Girls, die tanzen. Kann ich auch tanzen? Kannst du so ein animiertes Gift machen? Das kriege ich hin. Ich muss mir das nur einmal kurz notieren. Anime-Tiddies. Wir brauchen ja auch noch was für Trump und Biden. Für Trump ist, glaube ich, easy. Ich glaube, da kann man so ein paar lustige Gestalten von diesen Kapitolstürmungen rausziehen. Seine Bros oder was? Ja, Frage, was nehmen wir bei Biden? Das Alter. Ich habe Angst, dass wenn ich ihn angucke, dass ich selbst alt werde. Mit jeder Sekunde, den du ihn anguckst, saugt er dir deine... deine Lebensfreude aus. Dann, warte mal, du findest definitiv ein Bild von Joe Biden, wie er irgendwie an einem Kind dran ist. Und das kannst du dann so schauen, oh wie so ein Dementor. Oh nein, das Kind Seele aussaugt. Mit Strohhalm. Oh fuck, sorry. Oh jetzt. Gott, das ist gut. Yeah! Hallo! Zukunft. Rick und Steve hier. Wir schauen jetzt richtig krass rein in die Ergebnisse. Also immer, wenn wir sowas anhaben, Ergebnisse. Smart, oder? Rick, du musst mega krank reagieren, weil es sind ja deine eigentlich Ideen gewesen. Und also, naja, du hast hoffentlich geilen Shit gemacht. Ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Also, das ist ja, aber hast du es auch gut gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich es gut gemacht? Oh, was? Oh, ja, okay. Habe ich es gut gemacht? Ist es nicht richtig so? Ist es nicht die Bande? Ist es nicht die komplette Gang? Ich meine... Nicolas Cage. So, jetzt Oh, was? Der ist da. Oh, was macht der denn da? Was hat der in der Hand? Das gibt's haben ja gar die andere nicht. Nicolas Cage? Ist halt... Obwohl, er gehört ja nicht wirklich dazu. Er nutzt nur das den Chaos aus. Weißt du, warum der Typ da unten rechts so gekleidet ist, wie er gekleidet ist? Ich hab ein Interview gesehen. Angeguckt. Der ist ein Schamane und der ist so angezogen, damit die bösen Geister wissen, dass hier nicht zu spaßen ist, weil er ist am Start. Oh! Und deswegen tanzt er und macht er auch so Musik und sowas anscheinend in seiner Freizeit, weil das halt voll so kosmische Wellen rauslöst, was Geister vertreibt und so. That's damn smart, man. Yeah. Damn. Stell mir das auch so ein bisschen, es könnte so sein, me and the boys irgendwie. Wenn du meine kleine Schwester anmachst, dann komme ich mit meinen Homies und das sind seine Homies. Okay, mach Kuckuck. Das Geile an dieser Vorlage von dem Bild finde ich dann einfach, dass alle sich so mega krank freuen. Und die hat noch eine Schwester. Das ist so gut, weil du siehst genau den Unterschied. Ich muss den Stroh einmal ran. So. Ja, der ist ein bisschen klein geraten, ich weiß. Das ist wie so eine Capri-Sonne einfach. Da steckt man das auch an der Stirn dran. Oder? Spürst du nicht die Atmosphäre? Bei Space Fox lernt ihr, wie ihr kleine Kinder ausleecht. Oh Gott, das habe ich gerade nicht gesagt. Oh, fuck. Demonetarisiert. Oh nee, das Demonetarisieren kommt jetzt, weil es ist ja Burning. Nee, jetzt kommt die extra Monetarisierung. Jetzt kommt auch das, weshalb alle Leute einschalten, oh oder? Mein Gott. Bin gespannt. Willkommen zu Anime Tiddies. Oh yeah. Yeah. Spürst du das? Was ist das denn? Wo hast du das die Rechte daher? Was ist das denn? What the fuck? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was es soll. Vor allem, weißt du, was ich für eine Scheiße gefunden habe? Ich habe halt gegoogelt Anime Girl GIF und sowas. Dann habe ich halt nochmal mit Dance eingegeben, weil dann und dann noch Transparent, weil find da mal irgendwas, das schon ausgeschnitten ist. Und dann musste ich noch Anime Tiddies eingeben, damit ich halt Möpse finde auch. Dann habe ich das da rechts gefunden und das da links. Und dann habe ich auch ganz viel Hentai gefunden. Dann habe ich mich komisch gefühlt, weil ich im Büro Hentais angeschaut habe. Ja, jetzt haben wir den perfekten Vergleich. So sieht Sozialismus aus, ja? Leute, das hättet ihr bekommen, wenn ihr sozialistisch gewählt hättet, ihr Amerikaner, die uns gucken. Ihr verpasst alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zurück zu Zukunfts-Rick und Steve. Nee, warte mal. Zurück zu Vergangenheits-Rick und Steve. Wir gehen hier gerade den Photoshop-Battle-Subreddit nochmal durch. Da sind schon ein paar gute Sachen. Hast du da eine Idee zu dem Ding? Eine Mom, die reinkommt, während du Pornos guckst. Are you winning, sir? Oh. Es passt einfach wirklich perfekt, die beiden Kühe. Weil ich hatte bei dem Bild habe ich das gleiche Problem gehabt wie mit Bernie. Ich kann nur was gemacht haben, um das zu finden. Gegoogelt? Ich bin einfach nur auf DeviantArt gegangen und habe Cow gesucht. Okay. Und das ist okay. Ja. That's what I call a pro move.
Okay. Ja. Also, ja. So einfach kann es sein. Ja. Are you winning, son? Du willst nicht wissen, was für ekelhaften Kram man findet, ne? Es ist so, also was man alles mit Eutern machen kann im Furry-Bereich, ist wirklich krass. Ciao. Das ist doch offensichtlich, oder? Gandalf. Gandalf, Türsteher. Türsteher, Gandalf, also Balrog bekämpfen, you shall not pass oder Pali. Ich glaube, ich krieg eine Latte. Das ist nämlich kurz bevor er runter, also er fällt gerade runter und da ist noch die Peitsche, kurz bevor er die nimmt und die mit runterzieht, die Katze. Du wirkst unbeeindruckt. Ist cool. Oh. Warum hast du es angemacht? Oh, es sieht so schlimm aus, ich muss es unbedingt fixen, Ray. Ich muss es fixen. Es sieht super weird. Digga, das ist halt einfach sein Fettschwabbel von unten, der halt runterlappt. Er ist einfach ein Pelikan, Mann. Schob da was. Ich meinte ja zu dir, die Maske muss weg, weil es wird langsam Zeit, dass die Maske weg muss. Aber das habe ich gesehen im als ich das Bild gesehen habe, habe ich das vor mir gesehen. Das versteckt er da drunter. Er versteckt da seine Pelikanschnauze, die auch sehr wirklich realistisch eingefügt ist. Findest du nicht? Na, ich glaube, so macht er gerade. Sieht so ein Pelikan-Ding aus? Waren Pelikane die, wo man teilweise die Wirbelsäule durch den Mund sieht? Ja, wenn sie da so machen, dann sieht man die da irgendwie so durch. Tiere sind crazy. Mm. Ein Glück sind wir normal. Hey, was Symbolbild, ist Symbolbild. Die Giraffe kriegt dick fett Brokkoli ins Maul und sie zeigt unsere Daniela Ludwig, wie sie drauf reagiert. Und dann ist es so, Meme, mach was draus. Ich vertraue dir. Du weißt was? Du vertraust mir? Hast du Vertrauen? Kannst sie hin und her schieben, weil sie müsste an sich eigentlich auch dann auf die Giraffe gucken. Kannst einfach in den Kopf spiegeln. Oh Gott! Und die Augen am besten noch größer, damit sie sich noch mehr erschrecken. Obwohl der Gesichtsausdruck völlig in Ordnung ist. Und ich meine, guck doch mal, die Giraffe. Nein, da geht noch mehr. Da kannst du einen dicken, fetten, ne, Dings reinballern. Ist doch perfekt. Ja, toll. Darf ich ihn anzünden? Was willst du denn sonst mit Brokkoli machen? Essen? Ein Brownie ist drin. Brokkoli-Time. Hey, möchtest du mal ordentlich einen durchziehen, Rick? Immer. Und Daniela Ludwig ordentlich erschrecken? Immer. Okay, dann mach dich bereit. Boom! Da ist sie. Ich habe ihr sogar die Frisur verpasst. Wenigstens das. Es ist nicht Daniela Ludwig, aber es ist die Daniela Ludwigs Frisur. Das sieht aus, als wäre da so eine glühende Eiskugel auf dem Brokkoli. Ja gut, aber es ist aus einer Zigarette. Das Zigarettenglimm. Eine Eiskugel. Ja. Lecker, Kinder. Hier hast du einen Euro. Kauf dir ein Eis. Das Krasseste eigentlich ist halt mein krasses Sky-Replacement. Wow, oder? Warum? Weil ich es kann einfach. So, du sollst irgendeinen Schwachsinn reinshoppen, aber machst erstmal Farbüberarbeitung. Ja, natürlich. Weil sonst ballert das Meme doch nicht. Weil Memes ja auch bekannt sind für ihre gute Qualität. Ne? Ja. Harry Potter und der Rochen von Azkaban. Der ist nicht gut genug. Der Rochen vom Phönixkelch. Des dreckigen Aquariums. Komm, es ist doch bestimmt ein richtig gutes Poster einfach für den nächsten Film. Ich meine, J.K. Rowling muss ja irgendwann mal was Neues machen. Sonst ist sie wieder arm. Du weißt, dass sie was Neues macht und dass es scheiße ist. Ist es einfach mein Pitch an J.K., dass sie einfach wieder neue, gute Bücher schreibt. Ja, schreib mal was Gutes. Und Voldemort kommt zurück als Rochen. Ich bin gespannt, wie das Filmplakat zu der Rochen von Azkaban aussieht. Wow, da habe ich halt einen Rochen reingemacht und der ist grün geworden, so damit er passt zur Szenerie. Ja? Und dann dachte ich mir, Digga. Digga. Ja, Mann. Ja. Du bist Rochen. Ihr alle seid Rochen. Hättest doch ein paar Joints reinpacken können, Alter. Ah, guck mal, hier war mal Lord Voldemort, aber das ist doch nicht mehr. Sondern inhaltsbasiertes Füllen. Inhaltsbasiertes Skalieren ist der Shit. Damit werden diese ganzen komischen Memes gemacht, weißt du, wo die Gesichter so komisch klein werden. Wenn ich sein Gesicht nehme und inhaltsbasiert skaliere. Oh mein Gott. Jawohl, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Das sieht aus wie Papa Platte. Siehst du, was ich sehe? Ich sehe einen Weihnachtsmann. Ich sehe da was ganz anderes. Ich sehe da einen richtig krassen Profisportler, sehe ich da. Also der Weihnachtsmann, er war ein bisschen joggen und der hat, weißt du, so ein Geschenk ausgepackt von einem kleinen brasilianischen Kind. Einfach selber, weil er konnte er nicht zustellen, weil er nicht gefunden hat, wo er wohnt. Und das ausgepackt, da war ein Fußball drin. Und seitdem ist Weihnachtsmann einfach der neue Ronaldo und kickt sie alle weg. Aber der kennt keine Gnade, sage ich dir. Niemand steht noch, wenn er auf dem Feld ist. Das ist Center. Also wenn du eine Idee hast, ich sehe da jemanden, der gerade verprügelt wird. Ganz ehrlich, der ist so, oh, bitte lass mich in Ruhe. Nein, CDU, bitte, ich will doch nur Weihnachten feiern. Bitte, Corona-Lockerung. Tja.
abgefickt. Hast du Pech, Weihnachtsmann. Mach, was du willst. Was du willst, mach's mal. Ich zeig's dir. Okay. Es wird wundervoll. Alter, der ist der Santa Ronaldo vom Feinsten. Boom. Er haut nämlich alle weg. Alle liegen sie am Boden. Alle fangen sie an zu fliegen. Das ist ein richtiges Möwengewitter. Nee, Schwalben. Scheiße, man ist Schwalben. Vor allen Dingen, verdammt. Der ist so krass am Durchstisseln, dass er durch die Zeit reist und bei mehreren Fußballspielen von verschiedenen Mannschaften die wegballert. Ja, ja. Das ist ja hier, was sehe ich da? FC Bayern. Weil ich glaub's sogar, die drei Typen mit der Glatze sind alle derselbe Typ. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt diesen einen Typen, der scheinbar so ein Schwalbenkönig ist. Ich kenne mich nicht aus mit Fußball. Dieser eine Schwalbenkönig beim Fußball? Ah, das ja, dieser eine. Das ist doch bestimmt Typ. Hier ein Robbins oder so. Alter, der hat Lichtspeed drauf. Weißt du, wo das so funktioniert? Flamme hintermachen können. Scheiße! Verdammt! Warum stehen da irgendwelche Leute hinten auf dem Platz? Ja, keine Ahnung. Mann, ich hab die halt Lore hinter diesem Bild ist mir zu verwirrend. Das ist ein All-Star-Meetup auf einem rasenden Feld-Ding. Fußballfeld. Okay, da lädt man den Weihnachten. Und sie haben alle Schmerzen. Ah! Den mag ich am liebsten. Ah. Ich habe eine zweite Variante davon gemacht, weil ich so generös bin. Boom! War schön, wie es in China. Nein, bitte nicht! Ich will den Kindern doch nur Spaß bringen und spielen. Oh, das ist aber auch. Ich meine, voll heftig. Weil es so wahr ist? Ja, ich meine, der springt auf ihn rauf. Gott verdammt. Oh. Ja, mit dem hatte ich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Kannst du dich noch erinnern, als Vergangenheits-Rick und Steve, haben wir da abmoderiert oder nein, so? Nein, wir haben nicht abmoderiert, da, weil wir was? Das jetzt machen würden, weil wir jetzt das letzte Bild angeguckt haben. Vielleicht packen wir in den Link irgendwelche Videobeschreibungen rein, womit ihr euch die Bilder angucken könnt. Das würde Sinn machen, oder? So Image-Dings oder sowas. Oh. Du hast ja die Dateien noch. Und ansonsten, keine Ahnung, ob das Sinn ergeben hat. Ihr wolltet unbedingt Photoshop-Dings haben. Wir haben es versucht. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Vielleicht habe ich noch Ideen, wie wir es anders machen können. Soll ich euch inhaltsbasiert skalieren? Dann sehen wir alle aus wie Papa Platte. Ja! Grüße gehen raus. Danke. Ansonsten macht's gut, schaut mehr. Bye.